Die Top 10 Auroren der Zaubererwelt in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir die Top 10 Auroren der Zaubererwelt in Harry Potter kennenlernen und ihre beeindruckenden Fähigkeiten erforschen. Auroren sind hochgeschätzte Zauberer und Hexen, die für das Zaubereiministerium arbeiten und sich darauf spezialisiert haben, dunkle Zauberer und Hexen und auch Kriminelle in der magischen Welt zu bekämpfen. Auroren müssen strategisch und taktisch denken können, da sie oft gefährliche und komplexe Situationen bewältigen müssen. Daher ist dieser Job nicht für jeden etwas, aber die, die ihn machen, sind schon richtig gut darin. Ohne weitere Umschweife, lasst uns jetzt direkt mit der Nummer 10 starten. Starten wir mit Frank Longbottom. Frank Longbottom ist der Ehemann von Alice Longbottom und der Vater von Neville Longbottom, einem der Schüler in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Frank war ein mutiger und tapferer Zauberer, der sich unerschütterlich dem Widerstand gegen Voldemort und seinen Todessern anschloss. Frank war ein talentierter Zauberer mit einer Vielzahl von magischen Fähigkeiten. Obwohl in den Büchern nicht viele spezifische Details über seine Fähigkeiten erwähnt werden, kann man davon ausgehen, dass er ein erfahrener und fähiger Kämpfer war. Als Mitglied des Orden des Phönix setzte er seine magischen Fähigkeiten ein, um gegen die dunklen Künste zu kämpfen und unschuldige Menschen zu beschützen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Frank und Alice Longbottom eine sehr tragische Geschichte haben. Sie wurden vom gefürchteten Todesser Bellatrix Lestrange und ihren Anhängern gefangen genommen und schwer gefoltert, um Informationen über den Aufenthaltsort von Lord Voldemort zu erlangen, der verschwunden war. Als Folge der brutalen Folter erlitten sie einen schrecklichen Zustand des Geistes und sie wurden dauerhaft in einen Zustand der Unzurechnungsfähigkeit versetzt. Nach diesem tragischen Vorfall wurden sie in das St. Mungus Krankenhaus für magische Krankheiten und Verletzungen eingewiesen, wo sie den Rest ihres Lebens verbringen mussten. Weiter geht's mit Alice Longbottom. Alice Longbottom ist die Ehefrau von Frank Longbottom und die Mutter von Neville Longbottom. Sie war ebenfalls eine mutige und loyale Kämpferin im Orden des Phönix. Alice war eine begabte Hexe und eine herausragende Aurorin. Als Aurorin war sie eine Spezialistin für die Verfolgung und Festnahme von dunklen Zauberern und ebenfalls Todessern. Sie war bekannt für ihre Furchtlosigkeit und ihren Einsatz im Kampf gegen das Böse. Genau wie ihr Mann wurde sie leider in den Wahnsinn gefoltert und sie verbrachte ebenfalls wie er ihr Leben im St. Mungus Krankenhaus. Als Nummer 8 auf unserer Liste haben wir Kingsley Shacklebolt. Kingsley war ein beeindruckender und erfahrener Auror. Er war bekannt für seine ruhige und kluge Art und seine Fähigkeiten, auch unter schwierigen Bedingungen einen kühlen Kopf zu bewahren. Kingsley ist ein hochrangiger Zauberer im Zaubereiministerium und gehört zur Abteilung für magische Strafverfolgung. Er zeichnet sich durch seine außerordentlichen Kampffähigkeiten und seinen taktischen Verstand aus. Machen wir weiter mit John Dawlish. Dawlish ist ein erfahrener Auror, der auch für seine Hartnäckigkeit und seine Entschlossenheit bekannt ist. Er wird oft damit beauftragt, gefährliche Zauberer und Hexen festzunehmen. Dawlish arbeitet für das Zaubereiministerium und dient in der Abteilung für magische Strafverfolgung, also genau wie Kingsley Shacklebolt. Zu Beginn des 7. Bandes, als Voldemort das Ministerium unter seine Kontrolle bringt, bleibt Dawlish seinen Pflichten zuerst treu, wird aber später Opfer des Imperiusfluches, der ihm seinen freien Willen nimmt. Obwohl Dawlish kein Hauptcharakter ist, spielt er eine Rolle in der Handlung. Er wird beauftragt, Professor Dumbledore zu verhaften, als dieser aus Hogwarts fliehen will. Als nächstes haben wir Rufus Scrimgeour. Rufus Scrimgeour war ein hochrangiger Auror, bevor er zum Leiter des Zaubereiministeriums ernannt wurde. Als Auror war er für seine Entschlossenheit und seinen Kampfgeist bekannt. Er kämpfte gegen zahlreiche dunkle Zauberer und Anhänger von Lord Voldemort. Scrimgeour war ein erfahrener Duellant und ein Meister der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er war einst Auror und wurde später zum Zaubereiminister ernannt. Seine beeindruckenden Fähigkeiten in der Zauberei und seine Entschlossenheit machten ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit. Insgesamt wurde er als komplexer Charakter dargestellt, der als Zaubereiminister eine herausfordernde Position innehatte und inmitten einer bedrohlichen Krise handeln musste. Leider ist er später gestorben. Als nächsten auf der Liste haben wir Bill Weasley. Obwohl er in erster Linie für seine Arbeit in Gringotts bekannt ist, ist Bill ein talentierter und erfahrener Kämpfer.
Seine Fähigkeiten als Auror sind bemerkenswert und tragen dazu bei, dass er eine wichtige Rolle im Kampf gegen Lord Voldemort spielt. Als Auror muss Bill Weasley über umfassende Kenntnisse der Verteidigung gegen die dunklen Künste verfügen. Abgesehen von seinen Fähigkeiten als Auror ist Bill auch ein begabter Zauberer und ein Experte für antike und gefährliche Zaubertränke. Er arbeitete auch als Fluchbrecher für die Gringotts Bank und ist in der Lage, magische Barrieren und Fallen zu überwinden. Machen wir weiter mit Harry Potter, erst als Aurorenschüler und später im Zaubereiministerium. Harry, obwohl er nie offiziell den Job als Auror angenommen hat, zuerst wurde im 7. Schuljahr als Aurorenschüler inoffiziell tätig und kämpfte gegen dunkle Zauberer. Nach dem Abschluss von Hogwarts schließt Harry sich der Aurorenabteilung an und wird zu einem der besten Auroren seiner Generation. Seine Fähigkeiten im Kampf gegen die dunklen Künste und seine Rolle im Widerstand gegen Voldemort machten ihn zu einer Legende in der Zaubererwelt. Mit 26 Jahren wird Harry zum jüngsten Chef-Auror ernannt, den die Zaubererwelt je gesehen hat. Schließlich wird er zum Abteilungsleiter der Aurorenabteilung im Zaubereiministerium erklärt. Und das alles macht ihn ziemlich unerlässlich als Auror. Als nächstes haben wir Hermine Granger, die später im Zaubereiministerium tätig wurde. Hermine war nicht nur eine brillante Hexe, sondern auch eine talentierte Aurorenschülerin. Nach dem Abschluss in Hogwarts trat sie dem Zaubereiministerium bei. Ihre Entschlossenheit, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten als Duellantin machten sie zu einer bemerkenswerten Aurorenschülerin. Ihre akademische Brillanz und ihre Fähigkeiten in verschiedenen Zaubern machten sie zu einer wertvollen Aurorenassistentin. Hermines Aufgabe ist es dann später, Hauselfen und anderen Wesen mehr Rechte zu verschaffen. Danach löst sie Kingsley Shacklebolt als neue Zaubereiministerin ab. Als nächstes haben wir Nymphedora Tonks. Nymphedora Tonks, die bereits im vorherigen Thema erwähnt wurde, war nicht nur Mitglied des Orden des Phönix, sondern auch eine herausragende Aurorin. Ihre einzigartige Fähigkeit als Metamorph Magus ermöglichte es ihr, ihr Aussehen nach Belieben zu ändern, was ihr sehr dabei half, sich bei verdeckten Ermittlungen zu tarnen. Tonks war auch eine äußerst talentierte Duellantin und zeigte Mut und Entschlossenheit in der Schlacht. Ihre Fähigkeiten machten sie zu einer vielseitigen und beeindruckenden Aurorin. Als letztes haben wir natürlich keinen anderen als Alistair Mad-Eye Moody. Alistair Moody war einer der berühmtesten und erfahrensten Auroren seiner Zeit. Er war bekannt für seine ständige Wachsamkeit und sein strenges Durchgreifen gegenüber dunklen Kreaturen und Zauberern. Seine beeindruckende Fähigkeit war sein magisches Auge, das ihn befähigte, durch Wände und Türen zu sehen und welches ihm außerdem eine 360-Grad-Sichtbarkeit ermöglichte, wodurch er einfach alles in seiner Umgebung wahrnehmen konnte. Moody war auch ein hervorragender Duellant und war in der Lage, selbst in den schwierigsten Situationen Ruhe zu bewahren. Moody ist ein legendärer Auror, der für seine unübertroffenen Kampferfahrungen und außergewöhnlichen Fähigkeiten in der Magie und der Verteidigung gegen die dunklen Künste bekannt ist. Zeit für ein kleines Fazit. Die Auroren der Zaubererwelt sind mutige und mächtige Zauberer und Hexen, die ihr Leben dem Schutz der magischen Gemeinschaft vor dunkler Magie und bösen Kräften widmen. Jeder von ihnen trägt einzigartige Fähigkeiten und einen unbeugsamen Willen zum Kampf gegen das Böse bei. Ihre Entschlossenheit und ihre beeindruckenden Fähigkeiten machen sie zu wahren Helden der magischen Welt. Es ist wichtig zu betonen, dass dies immer noch eine subjektive Auswahl ist und dass es viele andere bemerkenswerte Auroren in der Harry Potter Welt gibt, die ebenfalls Anerkennung verdienen. Die Zaubererwelt ist voller tapferer und talentierter Kämpfer, die sich gegen das Böse stellen. Was denkst du über diese Auflistung? Mich würde deine persönliche Auflistung der Top-Auroren der Zaubererwelt wirklich interessieren, also schreib sie gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.